Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal und ein kleines Update-Video heute nur, in Anführungsstrichen. Denn Mittwoch zum Beispiel kommt eine krasse Real-Life-Story, die ich euch so noch nicht erzählt habe. Es gibt ja eine Story auf meinem Kanal für die neuen Leute, die auf meinem Kanal sind. Mein schrecklichster Unfall. Allerdings ist das nicht der erste Unfall mit Todesfolge. Und zur Mahnung möchte ich euch den mal erzählen. Das betrifft zum Beispiel auch die LKW-Fahrer unter euch. Denn es ist ein LKW-Fahrer, der sich an die Geschwindigkeiten gehalten hat, etc. Trotzdem hat ein Mensch da sein Leben verloren. Über dieses krasse Video werde ich am Mittwoch mit euch sprechen. Da war ich dann auch in psychologischer Betreuung, weil ich das erstmal verarbeiten musste. Das waren keine schönen Bilder. Von daher Mittwochabend 18 Uhr einschalten auf meinen YouTube-Kanal. Da werde ich dann drüber sprechen in der Real-Life-Story. So, und jetzt aber bitte erstmal was Erfreulicheres. Und zwar betrifft es mein geplantes England-Vorhaben. Was habe ich da eigentlich genau vor? Ich habe auf Instagram in den Storys schon drüber gesprochen. Also, wer noch nicht gemacht hat, kann mir auch gerne hier bitte bei Instagram folgen. Ich werde das jetzt nochmal genau erklären, was wir da vorhaben. Wir haben jetzt erste Gespräche gehabt mit dem Chef der Spedition Dutrans und einem Chef einer Spedition, die quasi sowas wie eine Frachtbörse ist, Frachten vermitteln bzw. das Ganze koordinieren. Hauptschwerpunkt ist dort der englische Raum. Und wir haben jetzt das Meeting gehabt und ich möchte euch jetzt ganz kurz erklären, was wir überhaupt vorhaben. Das Vorhaben ist folgendermaßen, nicht einfach nur ein Videotagebuch, wie ich mit meinem ehemaligen LKW, den ihr kennt, den wir zusammen aufgebaut haben, den ihr auch zum Beispiel aus dem Fernsehen kennt, von Hart in Fahrt. Mit dem LKW werde ich nach England fahren, ja, werde darüber auch ein Videotagebuch machen, also ich werde, denke ich mal, planmäßig jeden Tag vloggen, das heißt, es werden sehr viele krasse Videos auf euch zukommen, aber wir haben einfach noch mehr vor. Denn, das kennt ihr von meinem Kanal, ich mache das nicht einfach nur so linear, sondern ich habe immer so ein paar Bonusaspekte, die ich mit reinbringen möchte und die werde ich euch jetzt erklären. Wir wollen irgendwas nach England transportieren und werden anfangen mit der Videoreihe bei der Frachtbörse. So ist es planmäßig, also im Büro bei dem Chef und werden uns schauen, welche Fracht können wir uns raussuchen und die dann quasi nach England fahren zu einer Fabrik, jemand, der diese Fracht braucht, um die weiter zu verarbeiten zum Beispiel. Das bedeutet, wir werden in den ersten Folgen oder in der ersten Folge werdet ihr dann sehen, wie ich dann dorthin fahre. Wir werden zusammen schauen, was für eine Fracht können wir nach England fahren und werden dann diese Fracht quasi aktivieren. In der zweiten Folge oder in den zweiten Folgen, dritten, ich kann euch nicht sagen, in wie vielen Folgen ich das jetzt aufsplitte, deswegen sage ich einfach mal, in der zweiten Folge werdet ihr dann sehen, wie ich mit dem LKW zu der Produktionsstätte fahre oder zu der Firma fahre, planmäßig, die diese Ware herstellt und werde sie verladen auf meinem LKW oder verladen lassen und werde dann mit dieser Ware nach England fahren. Ich werde versuchen, auf dem Hinweg mit der Fähre zu fahren und auf Rückweg über einen Eurotunnel etc., damit man beides mal gesehen hat. Werde auch versuchen, Interviews hinzubekommen, zum Beispiel auf der Fähre oder beim Eurotunnel, wie das Ganze hier so abläuft. Ich möchte drumherum filmen. Das, wenn ich quasi irgendwo Zwischenstopps mache, damit ihr seht, wie sieht das aus, wo übernachtet da der LKW-Fahrer, was erlebt er so auf seiner Fahrt. Das wird also sehr umfangreich, diese Videoreihe. Das ist zum Beispiel das, was dann im zweiten, dritten, vierten Aspekt oder Folge dann auf euch zukommt. Darüber hinaus werde ich dann nach England rüberfahren und dann zum Endkunden, wo das genau in England ist, kann ich euch nicht sagen. Wir müssen erstmal schauen, was kriegen wir für Frachten, die darüber rübergehen. Werde ich das bei der Firma oder bei der Fabrik entladen? Da werde ich auch mit der Kamera hoffentlich dabei sein dürfen. Das heißt, ihr bekommt auch dann mit, nicht nur wie das die Fracht rausgesucht wurde, sondern wie sie in Deutschland verladen wurde, sondern auch wie sie in England abgeladen wird und wie ich dann in England natürlich Rückware für Deutschland brauche. Ob ich jetzt nun direkt zurückfahre oder in ein anderes Land ausweichen muss und dann nach Deutschland zurück, das steht alles noch in den Sternen, das müssen wir alles planen. Nur damit ihr schon mal wisst, welche Tragweite diese Videoreihe hat. Ich habe auch in meiner Instagram-Story vorhin Folgendes gesagt. Ja, geplant ist dieses Jahr noch. Wann genau
können wir euch nicht sagen, weil wir mit verschiedenen Firmen sprechen müssen, um eine interessante, spannende Tour zusammenzustellen mit einer entsprechenden Ware. Und das muss alles organisiert werden. Und das dauert noch. Es kann schnell gehen, aber es läuft. Dann kann man das wieder irgendwo in den Kommentaren lesen. Aber ihr habt es jetzt schon mal gehört. Es geht nicht darum, keine Ahnung, das aufwendigste Transportfrachtteil irgendwo hinzubringen, sondern es geht um die Sache, um das einfach mal zu dokumentieren und den Zuschauern zu zeigen, die das noch nie miterlebt haben. Und wie der Fahrer das alles so oder was der Fahrer da alles erlebt etc. Und das möchte ich darstellen. Da hat es also nichts damit zu tun, dass man das entfernteste Ziel und das aufwendigste gut transportiert, sondern das Spannendste für euch zum Zusehen. Darum geht es in dem Projekt. Ich weiß, nicht alle hören da wieder mit zu. Genau, und das ist halt der Punkt. Bitte das nicht ganz so bemessen, dass man sagt, hey, ja gut, England, da fahren jetzt Tausende von LKWs jeden Tag hin. Ja, natürlich fahren sie, aber erstmal bin ich das nicht. Ich war noch nie in England mit dem LKW. Das ist schon mal Punkt 1, also für mich wird es auch ein neues Erlebnis sein. Wir haben in der Besprechung auch festgestellt, dass es ganz ohne Vorbereitung nicht geht. Zum Beispiel hatten wir geplant, nach London reinzufahren. Dort ist jetzt aber auch schon diese neuesten sicherheitsrelevanten Bauteile vonnöten, also quasi der Abbiegerassistent. Mein Scania, den ihr von mir kennt, der hat nur eine visuelle Abbiegung. Das heißt, er hat jetzt keine akustischen Warner etc. Wir müssen jetzt nochmal genau prüfen, aber ich glaube, da dürfte ich da mit dem LKW gar nicht reinfahren. Da ich aber gerne mit meinem LKW fahren möchte, müssen wir dann woanders hin ausweichen. Das heißt, diese ganzen Punkte müssen alle noch abgeklärt werden. Und dann dürfte das dann irgendwann starten. Wann genau, kann ich noch nicht sagen. Es wird hoffentlich planmäßig dieses Jahr stattfinden. Wir müssen auch noch ein bisschen Corona abwarten. Das habt ihr ja selber alle vor der Haustür. Von daher brauche ich euch das nicht weiter zu erklären. Es ist einfach wirklich viel mit Planung. Natürlich haben viele LKW-Fahrer die Fahrt nach England rüber oder ist ihr täglich Brot. Aber ich möchte euch auf meine eigene Reise mitnehmen, und zwar insofern, dass ich selbst noch nicht da war. Ja, das habe ich in meinem anderen Video hier auf YouTube oben schon mal gesagt, und genauso wird es auch stattfinden. Das heißt, es ist nicht die spektakulärste Fahrt, keine Ahnung, nach Südafrika oder zum Nordpol hin, sondern es geht einfach darum, um das Ganze für euch so nah wie möglich aufzuzeichnen, werde ich die Akkus und die Speicherkarten glühen lassen. So ist die theoretische Planung. Natürlich muss ich mich auch auf die Fahrt konzentrieren etc., aber wenn ich irgendwo anhalte, Pause mache, filme ich. Wenn ich irgendwo was essen gehe, filme ich. Das heißt, es wird ungefähr sowas wie die Longboard-Tour bei Unge damals. So habe ich das ungefähr vor, nur mache ich das Ganze alleine. Und die Planungen sind unterm Strich jetzt so weit, dass wir uns einig sind. Die Firma, die für die Frachten da, zuständig ist, sie ist mit dabei. Sie hat gesagt, yo, wir machen das zusammen, ihr könnt bei uns filmen. Ich werde mit unseren Kunden, also mit deren Kunden, sprechen, welcher Kunde dabei ist, dass wir das auch filmen dürfen, die Verladung. Vielleicht sogar auch, und das ist das große Ziel, wie die Ware produziert wird, dann verladen wird und dann Richtung England geht. Also quasi, dass man von A bis Z dabei ist. Das wird jetzt gerade abgeklärt, deswegen kann ich da genaueres noch nicht zu sagen. Wenn ihr heute Abend auf Twitch in meinem Livestream seid um 19 Uhr, können wir nochmal näher drüber sprechen. Aber das ist jetzt der aktuelle Stand. Die Firma, die für die Fracht nach England zuständig ist, ist mit im Boot. Sie haben gesagt, yo, sie machen das Projekt mit. Die Spedition Dutrans, die den LKW stellt und den Auflieger natürlich stellt, ist auch mit im Boot. Meine Wenigkeit ist dann mit im Boot. Und das soll jetzt erstmal das Update gewesen sein, dass ihr wisst, okay, die Planungen gehen jetzt langsam in das Feintuning rein. Die groben Partner sind mit dabei. Jetzt müssen wir noch schauen, welche Firmen kriegen wir noch mit ins Boot, damit ich dort filmen kann, zum Beispiel auf der Fähre, beim Eurotunnel, irgendwo in England. Ich versuche Leute dann vors Mikrofon zu bekommen, vielleicht auch Thema Flüchtlingskrise aufzugreifen, was da so alles los ist, Entschuldigung, was die LKW-Fahrer da alles erleben, Schönes, nicht so Schönes etc. Parkplatzmangel in England, Parkplatzpreise in England, gibt es das, wie teuer etc. Und das möchte ich alles in der ganzen Videoreihe für euch dokumentieren. Planmäßig ist bei mir, dass es bestimmt mindestens 10, 15, 20 Videos sein werden, denn ich werde sie alle nicht so lang machen. Also ich werde es nicht 30, 40 Minuten Teile machen. Hat den folgenden Hintergrund, weil viele von euch auch sagen, hey, so lange wollen wir jetzt kein Video schauen, dann lieber 15 bis 20 Minuten maximal, wird immer eine Folge sein, mit Fahrvideos, mit, also wie die klassischen Vlogs von früher. Das wird alles so mit dabei sein. Ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ihr könnt mir ja unten in die Kommentare noch was reinschreiben. Bitte nicht bezüglich England irgendwas spoilern, was ich dann selbst erleben möchte. Ja, weil ich möchte es so, so nah wie möglich ranbringen. Für zum Beispiel auch junge Fernfahrer oder Fernfahrer, die jetzt gerade nach England rüberfahren, die können das zum Beispiel dann schon mal anschauen, was auf sie zukommt. Maut und so weiter, Linksverkehr, wie schwer ist es, bin ich noch nicht gefahren und so weiter.
Von daher bitte da nicht spoilern. Das Coolste wäre einfach, ihr lasst einen Daumen nach oben da und die Abo-Glocke und das Abo, das kostenlose. Denn ich habe gesehen, über 50% meiner Zuschauer sind keine Abonnenten auf meinem Kanal. Das ist sehr schade, deswegen würde es mich freuen. Kostet ja nichts und ihr kriegt jedes Mal eine Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. So, ich werde mich jetzt fertig machen für den Livestream. 19 Uhr wartet die Livestream-Community. Wenn du auch dabei sein möchtest, schau bei Twitch vorbei. German Truck Driver zusammengeschrieben. Dort findest du mich um 19 Uhr. Dann können wir ein bisschen talken wieder, ein paar Bierchen zusammen trinken. Und ich hoffe, ihr freut euch darauf, auf dieses Projekt. Wie gesagt, mehr kann ich noch nicht sagen. Aber Update ist, die große Firma, die für die Frachten dabei ist und sehr viele Kontakte hat zu weiteren Kunden und Leuten, die wichtig sind für dieses Projekt, hat ja gesagt. Das heißt, da wird jetzt gesucht, wie wir das Ganze auf die Beine stellen. Und dann kann ich euch irgendwann auch sagen, wo es genau hingeht. Seid gespannt, genauso wie ich. Mehr weiß ich auch noch nicht. Aber ich hoffe, ihr freut euch über dieses Update. Und ich danke schön für jeden Einzelnen, der neu auf meinem Kanal ist. Vielen herzlichen Dank. Und denkt dran, Mittwoch kommt mal wieder eine ernstere Real-Life-Story. Bis dahin, gehabt euch wohl, euer Kai und schont euch.